Tipps zum Zeichnen von Pferdebeinen. Ich zeichne zwei senkrechte, zueinander parallel verlaufende Linien. In etwa der Mitte zeichne ich einen kleinen Kreis und unterhalb zeichne ich ebenfalls einen kleinen Kreis. Es folgen zwei weitere parallel zueinander laufende kurze Linien und ein Dreieck. Die Grundform des Pferdebeins ist nun fertig und wir können das Bein ausarbeiten. Ganz oben gibt es eine kleine Wölbung für das Ellbogengelenk. Die Kreise markieren die anderen Gelenke. Schaut euch am besten viele Fotos an von Pferdebeinen, um ein Gefühl für die Form zu bekommen. Zwischen den Gelenken werden die Beine meist schmaler. Vom Hufgelenk aus geht es leicht nach vorne und geht in den Huf über. Achtet darauf, dass der Huf vorne nicht zu spitz wird und nicht zu stumpf. Versucht dafür ein Auge zu entwickeln, da helfen euch wieder die Fotos. Am hinteren Teil des Hufes geht ihr leicht hoch und wieder rein und könnt dann mit dem Hufgelenk verbinden. Für die Abgrenzung des Hufes zeichnet kleine Strichelchen. Hinten am Hufgelenk haben viele Pferde etwas längeres Fell. Wenn ihr das zweite Vorderbein zeichnet, das von euch aus gesehen etwas weiter hinten steht, zeichnet es etwas kürzer, um einen dreidimensionalen Eindruck zu schaffen. Egal wie ihr die Hufe zeichnet, macht euch nicht verrückt, es ist nicht falsch. In der Tierwelt gibt es verschiedene Hufformen. Die einen sind etwas stumpfer und die anderen etwas spitzer. Schaut, was euch am besten gefällt und welche Form am besten zu eurem Zeichenstil passt. Möchtet ihr Pferdebeine in Bewegung zeichnen, ist es im Grunde genommen genau das Gleiche, nur dass ihr die parallele Linien unterbrecht und in dem Winkel abknickt, den ihr braucht. Die Kreise, also die Gelenke, sind dann eure Verbindungen. Möchtet ihr ein Pferdebein von vorne zeichnen, könnt ihr die gleiche Technik nutzen. Zwei parallele Linien, senkrecht nach unten, in der Mitte ein Kreis, unten ein Kreis. Nur, dass ihr nicht zur Seite weggeht, sondern gerade nach unten. Zeichnet ein Dreieck für den Huf. Auch für das Zeichnen von Pony- und Kaltblutbeinen könnt ihr die gleiche Technik verwenden. Eine senkrechte Linie nach unten, eine zweite parallel daneben. Ein Kreis in die Mitte, ein Kreis unten. Die Striche stehen hier einfach nur etwas weiter auseinander. Wenn es euch hilft, könnt ihr erstmal den Huf vorzeichnen und erst dann die langen Haare des Köttenbehangs drüber. Je nach Rasse sind vorne die Haare trotzdem kurz und gehen erst unten am Huf etwas länger. Von vorn gesehen ist es wieder genau die gleiche Technik. Senkrechte Linien, ein Kreis in der Mitte, ein Kreis unten und nach vorne weg. Das Dreieck für den Huf. Der Köttenbehang zeigt sich nur an der Seite und vorne über den Huf. Mit zwei kleinen senkrechten Linien kann man die Sehne andeuten. Ich hoffe, dieses kleine Video war hilfreich für euch. Habt ihr Fragen? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare.